Hallo alle zusammen, hier ist das Geschirrset von Pure Living in Schwarz. Mit dabei sind insgesamt 6 große Teller, 6 kleine Teller und 6 Müsli-Schalen. Und wie immer bei Pure Living ist das Logo hier hinten aufgedruckt. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass hier auch die Unterseite komplett in Schwarz gehalten ist. Das gibt dem Ganzen einen etwas einheitlicheren Look. Im Video sieht man es vielleicht nicht, aber wenn man diesen Teller anguckt, wirkt er doch relativ unruhig. Das liegt einfach hier an diesem Rand, der recht stark gesprenkelt ist, und hier in der Mitte, wo eben auch ein bisschen mehr Zwischenraum ist. Diese Ebene sieht natürlich schon sehr, sehr gleichmäßig aus. Deswegen empfehle ich, wenn man das Ganze kombinieren möchte mit einem anderen Teller, vielleicht wirklich mit einem weißen, puren Teller. Da hat man einen sehr starken Kontrast und es bringt auch ein bisschen Ruhe rein in diesen Teller. Aber natürlich kann man den Teller auch hier perfekt mit sowas kombinieren, einfach weil die Außenseite hier schwarz ist und trotzdem das Ganze einheitlich ist. Das lockert das Ganze dann natürlich auch ein bisschen auf, wenn man das so kombiniert. Von der Verarbeitung her ist es sehr gut, aber wie immer bei diesen Tellern sieht man eben hier zum Beispiel so kleinere Punkte in der Lasur. Hier auch zum Beispiel, sind wirklich sehr klein, muss man schon danach suchen, aber sind überall vorhanden, so kleine Unebenheiten in der Lasur, und wenn man rüberfährt oder genauer hinguckt, sieht man das Ganze natürlich auch. Bei den großen Tellern sieht man, wir haben hier einen Rand, der ist relativ hoch für einen großen Teller, finde ich. Ich sage mal, Pizza essen, die über den Tellerrand hinausgeht, ist hier mal ein bisschen schwieriger. Dafür kann man hier problemlos auch mal Nudeln mit Soße drin essen. Genauso hier der kleine Teller mit dem leicht erhöhten Rand. Dadurch kann man, finde ich, hier auch einen Rucola-Salat anrichten mit ein bisschen Essig und Öl. Das läuft dann nicht gleich raus. Also gefällt mir persönlich recht gut, diese leichte Erhöhung. Und die Müsli-Schalen, wenn man sich die anguckt, sind ja einen Ticken größer als so eine Standard-Müsli-Schale, sage ich mal. Und deswegen eignet sie sich teilweise auch zum Essen von Suppe, sodass man mit diesem Set eigentlich wirklich alles erhält. Ein Frühstücksteller, ein Essteller und hier so eine kleine Schüssel, mit der man eben nicht nur Müsli essen kann, sondern auch eine Suppe.